Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, irgendwie ist mir nicht wirklich was aufgefallen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal mit allen Leuten sprechen, die mir jetzt hier beim Weg laufen, ob ich da noch irgendwie was Neues hinkriege. Hallo. Hab ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Sollte ich jetzt gar nichts Neues hinkriegen, dann werde ich die Folge einfach löschen. Keine Ahnung. Vielleicht solltest du Nelson bitten, wieder an die Arbeit zu gehen. Den Oberarsch vom Dienst? Niemals! Du willst mir einen Gefallen tun. Sag Nelson, er soll sich ertränken! Wow! Nelson hat nicht übertrieben. Du hättest auch keine Zeit. Und zwar im... Warum gehst du nicht durch die... Ich bin... Ich schau mal lieber... Gute Idee! Das kürzen wir jetzt natürlich mal ein bisschen ab. Ach, Sandwich. Ich habe noch ein Sandwich und ich habe noch einen Kaffee, was uns alles nichts bringt. Ich weiß noch, dass der eine Typ... Ah ne, da kommen wir wieder hoch, ne? Wir können ja supporten, fällt mir gerade ein. Wenn er denn meine Karte öffnen würde. Hallo? Hallo? Wieso öffnest du die Karte nicht mehr? Letztes Mal hat das so schön funktioniert. Wir sind am Wasserkraftwerk. Wir haben da oben diese beiden Punkte. Da können wir aber sonst nichts mehr machen, außer zu triangulieren. Da ist der Empfänger. Und da ist der Typ, der darauf wartet, bis das wieder angestellt ist. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Diner. Und dann gehen wir mal nach links weiter. Wie gesagt, ich würde ja gerne irgendwie die Schlüssel klauen oder so. Aber ich vermute mal, dass wir mit der reden müssen. Keine Ahnung. Hallöchen. Hallo, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Damit sie dann freiwillig die Schlüssel abgibt. Könnte ich etwas zu essen bekommen? Ich fühle mich, als hätte ich eine Woche lang nichts gegessen. Da bist du hier, genau. Klar, warum nicht? Welche Soße möchtest du? Welche... Vielleicht sollten wir da mal andere Soßen nehmen. Kann ich die süße Limonen-Knoblauch-Mayonnaise bekommen? Süße Limonen-Knoblauch-Mayonnaise. Kommt sofort. Danke. Warte mal. Nein! Das macht dann bitte $4,90. Okay. Ist das jetzt euer Ernst? Ich bin mir seit keine Ahnung wie viel Folgen den Kopf am Zermartern, wie ich an diese scheiß Schlüssel bekomme. Und das Einzige, was ich hätte tun müssen, ist im Endeffekt irgendwas zu bestellen und dann da drauf drücken, oder was? Ihr wollt mich doch jetzt veräppeln. Habe ich das jetzt aufgemacht? Ist das richtig? Hörte sich zumindest so an. Ups. Ups, genau. Außergewöhnlich schmackhaft aussehende Cupcakes. Das sind die besten Cupcakes, die ich je im Kofferraum einer fremden Person gesehen habe. Ja, das weißt du ja noch nicht. Hat er die jetzt genommen? Ach, ich habe sogar zwei verschiedene Sandwiches. Ja, wieso? Wieso nimmt er die dann nicht? Vollkorn, keine Glasur, kein Belag. Die hier sehen echt öde aus. Das müssen die Cupcakes sein, die Rhonda für Cardero gemacht hat. Ach so, die hat da verschiedene im Kofferraum drin, oder wie? Ah, jetzt verstehe ich. Aber vorne können wir jetzt nichts mehr machen, oder? Ich schätze, das ist Rhondas Auto. Na gut. Dann versuche ich nochmal... Und ich habe jetzt echt gedacht... Also seid mir nicht böse, aber ich habe jetzt ernsthaft gedacht, ich gehe jetzt alles nochmal ab und lösche dann einfach die Folge, weil ich den ganzen Scheiß nur nochmal höre, den ich vorher schon gehört habe. War das das hier? Canyon? Da wohnte der, ne? Ja, genau. Hallo? Keine Besucher! Ich habe hier ein paar Cupcakes. Würdest du bitte einfach verschwinden? Cupcakes? Stell ja. Sie vor die Tür. Ja, Was ist mit meinem Trinkgeld? Keinen Pfennig wirst du von Cardero sehen. Lass die Cupcakes hier. Ja, dann kriegst du auch keine Cupcakes. Auf keinen Fall. Lass mich rein. Nein! Keine Besucher! Lass die Cupcakes hier und geh! Ich kann sie nicht einfach hier draußen in den Wald stellen. Gesundheitsvorschriften. Gesundheitsvorschriften?
Ja, Gesundheitsvorschriften. Was, wenn ein Waschbär diese Schlawiner entdeckt? Am Ende sind sie noch voll mit Keimen. Okay. Bring sie durch das Tor. Alter Schwede, habe ich lange darauf gewartet, dass wir endlich reinkommen. Was ist denn mit dem Buch? Das muss dieser Cardero hier verloren haben. Reiter der Staubwüste. Ein Sheriff Cardero-Abenteuer. Cardero? Nanu. Ich sollte den nicht anfassen, ohne zu wissen, was das für Pflanzen sind. Ja. Diese Skulptur sieht aus wie ein gruseliger Gartenzwerg aus geschmolzenem Metall. Ich vertraue ihm nicht. Wow. Selbst in der Dämmerung kann man meilenweit schauen. Irgendeine Alteisenskulptur in der Form eines Schwertes. Wow. Die Skulptur hier sieht aus wie ein riesiger Adler aus rostigem Blech. Die Skulptur hier sieht aus wie ein Wikinger oder ein Priester oder sowas. Was? Ist das Kunst oder kann das weg? Zeig dich etwas interessiert für Kunst. Oh. Okay. Hey, was ist mit den Cupcakes? Leg sie einfach vor die Tür. Was ist mit den Gesundheitsvorschriften? Carderos Gelände ist makellos sauber. Makellos! Lass die Cupcakes hier und geh. Ich gebe dir die Cupcakes, wenn du rauskommst. Auf keinen Fall. Verpfeif dich! Bist du nach Cardero, dem Cowboy, benannt? Du liest Cardero-Bücher? Aber sicher. Ich bin ein großer Fan von Cardero. Er ist ein super mutiger Cowboy, nicht wahr? Eigentlich ist er der Sheriff. Furchtlos im Streben nach Gerechtigkeit. Glaubst du, Sheriff Cardero würde sich wie ein Feigling aufführen, wenn jemand bei ihm mit einer Packung Cupcakes vorbeikäme? Komm schon. Warum kommst du nicht raus und blickst diesen Cupcakes in die Augen? Wie ein echter Mann. Naja. Warte. Hallöchen. Hallo. Ich habe ein paar deiner Bilder in Rondas Diner gesehen. Du bist kein Kritiker, oder? Nein. Mir ist nur aufgefallen, dass sie alle dieses seltsame Symbol haben. Nein. Cardero weiß nichts darüber. Nichts. Du musst dich doch daran erinnern, das Symbol gemalt zu haben. Nein, keine Erinnerung. Alles ist weg. Verschlossen. Hör zu, ich muss wirklich herausfinden, was dieses Symbol... Nein, du musst zuhören. Cardero kann manche Dinge nicht in Worte fassen. Er hat es zu Kunst gemacht. Es verborgen. Okay. Hast du etwas versteckt? Hatte es etwas mit dem Symbol zu tun? Cardero hat all die Erinnerungen genommen. Das Meisterwerk versiegelt sie alle. Cardero hat sie verschlossen im... Ach, du würdest es nicht verstehen. Klar würde ich es verstehen. Ich liebe diesen ganzen Kunstscheiß. Sag mir, wo du es versteckt hast. Was denkst du über das Triptychon? Das Trip... Was? Wenn du Carderos Kunst wirklich verstehen willst, geh zurück ins Diner. Schau dir die drei Bilder an. Das Unheil, die Erlösung, die Dämmerung. Das Triptychon. Rede mit Leuten. Lern die Geschichte. Finde die Bedeutung. Okay, also, wenn ich dieses Triptychon verstehe, erklärst du mir, was das Symbol bedeutet? Cardero spricht durch seine Kunst. Verstehe das Triptychon und du magst dafür bereit sein, das Meisterwerk zu sehen. Oh Mann. Ich meine, danke. Versteckst du dich vor dem Yeltown-Fieber? Was ist das? Diese furchtbare Krankheit. In den Nachrichten läuft fast nichts anderes mehr. Du musst davon gehört haben.
Ich untersuche sie, weil... Nein, hör auf! Such nicht! Versteck dich! Also weißt du doch etwas über das Yeltown-Fieber. Nein. Cadero weiß nur, was geschehen wird. Wie bei jeder Plage, jeder Seuche. Du bist schwach. Du wirst aufgebraucht. Du bist ein richtiger kleiner Sonnenschein, weißt du? Wenn du dich nicht vor dem Virus versteckst, wovor dann? Verstecken vor den Geistern der Erinnerungen. Genau. Nur um sicher zu gehen, sind die Geister der Erinnerungen echte Geister? Ach. Ist das ein Ja? Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt. Hältst du Cadero für dumm? Du bist nicht mal weg gewesen. Entschuldige. Bin bald wieder da. Na gut, na gut, na gut. Dann werden wir mal schauen. Jetzt können wir schon wieder nicht M drücken. Hä, beim letzten Mal hat das so schön funktioniert, dass man einfach nur M drücken muss und nicht mehr einfach... Ja, ja, ja. Geh doch dahin. So. Deiner. Das heißt, ich vermute mal, dass die Leute mir da jetzt irgendwas sagen müssen, oder? Oder muss man die drei Symbole... Nee, das ist immer das Gleiche, hatte er gesagt, meine ich, oder? Sonst hätte ich gesagt, man muss die drei Symbole übereinander legen. Nee, nee, das ist immer das Gleiche. Also, diese Bilder sind von einem Künstler namens Cadero. Er muss etwas über den Ursprung des Symbols wissen. Dann sagt er da auch nichts anderes. Also, ne? Diese Bilder... Er muss etwas... Hallöchen! Hallo, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Was kannst du mir über diese drei Bilder sagen? Das kryptische Triptychon? Weißt du, ich glaube, diese Werke bedeuteten für Cadero eine große Wende. Er hat immer gesagt, seine Kunst entspringt tief von innen, aus seiner Vorstellungskraft. Aber als er das letzte der drei Bilder erreichte, fing er an, real existierende Motive zu malen. Aus dem Leben hat er das genannt. Ich flehe ihn immer wieder an, mich zu malen. Weißt du, wie die Bilder heißen? Ehrlich gesagt, habe ich die Namen nie genau verstanden. Ich erinnere mich, dass das Bild mit der Sonne passenderweise die Dämmerung heißt. Es ist mein Lieblingsbild. Ich glaube, die anderen heißen die Erlösung und das Unheil. Aber welches ist welches? Keine Ahnung. Vielleicht beabsichtigt der Künstler, uns im Unklaren zu lassen. Moment, Erlösung und Urteil. Schreiben wir uns das schon mal auf. Das mit der Sonne ist die Dämmerung. Ich schau mal wieder ab. Bis später, Schätzchen. Kann der Typ uns da vielleicht was Genaueres zu sagen? Was geht? Nicht viel. Ich schau mal ab. Bis später. Oder er kann uns gar nichts dazu sagen. Okay, also ich schätze mal hier unser Colonel. ich schätze mal, die kann uns noch ein bisschen was dazu sagen. Die kannte die Bilder doch auch. Und dann ist natürlich die große Frage. Müssen wir da nochmal zurück und uns die Bilder ansehen? Weil wenn sie einen Teil des Bildes kennt, also weiß, was die Erlösung oder das Urteil ist, würde das ja im Umkehrschluss heißen, wir wissen auch, was das dritte ist. Die Frage ist nur, reicht uns dieses Wissen? Hallo, Colonel. Hör auf, mich so zu nennen. Weißt du etwas über Caderos Triptychon? Caderos was? Die drei Bilder im Diner. Er nennt sie die Erlösung, das Unheil und die Dämmerung. Ah, ja. Der Wald war das Einzige, das mir gefallen hat. Ich kenne den Ort. Es ist eine Lichtung in Greystone Woods. Die Bäume sind so hoch und dünn. Man fühlt sich direkt wieder wie ein Kind. Ein friedlicher Ort. Erinnerst du dich, wie das Gemälde mit dem Wald heißt? Ich dachte immer, es sollte eigentlich die Erlösung heißen, weil es so friedlich wirkt. Aber er hatte eins der anderen Bilder die Erlösung genannt. Wie Künstler eben so sind, was? Also, okay, also das mit dem Urteil ist der Wald. Bis später. Wiedersehen.
Nun gut, dann gehen wir jetzt vorsichtshalber nochmal eben zum Diner zurück und gucken mal, ob er jetzt was anderes sagt. Also ob er jetzt irgendwas sagt, so nach dem Motto, das ist die Dämmerung, das ist das Urteil, ne? Ob uns das irgendwie weiterbringt, weiß ich nicht. Er muss ja dann irgendeine Erleuchtung kriegen. Also diese Bilder sind von einem... Er muss etwas über den Ursprung... Oder ich muss nur die Fragen beantworten bei ihm, also wenn er mir welche Bilder stellt. Er muss etwas über den... Na gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Cordero direkt. Und ich vermute mal, dass er dann irgendwelche Fragen stellt oder sowas. Und ich dann sagen muss, das ist die Erlösung, das ist das. So, hier. Ach, jetzt ist er draußen, guck mal. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht vor Schreck tot um, wenn ich ihn anspreche. Da bin ich wieder. Hallo. Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt. Dann erzähl Cordero etwas über die Erlösung. Zeigt einen gewaltsamen Kampf. Die Erlösung zeigt einen gewaltsamen Kampf. Ich denke, es geht darum, um sein Leben zu kämpfen. Etwas entkommen zu wollen. Was ist mit das Unheil? Ach, Unheil. Ich habe Urteil geschrieben. Oh. Das Unheil zeigt einen Wald, genau. Das Unheil zeigt einen Wald. Erinnert mich an ein einsames Kind. Verlassen im Wald. Jetzt die Dämmerung. Die Dämmerung zeigt einen Sonnenaufgang. Die Helligkeit lässt dich irgendwie vergessen, wie dunkel die anderen Bilder sind. Was ist mit der Reihenfolge, in der ich sie geschaffen habe? Ah, das ist un... Obwohl, Moment. Sie hatte geschrieben... sie hatte gesagt... Das erste Bild war die Dämmerung. Und dann die Erlösung, oder? Und das zweite Bild war die Erlösung. Wobei das schwachsinnig ist, vom Logischen und her. Und das letzte Bild war das Unheil. Ein guter Versuch. Aber noch verstehst du nicht alles. Okay. Muss das die Reihenfolge sein, wie sie das gesagt hatte? Also logisch wäre es ja erst die Dämmerung, das Urteil und dann die Erlösung zu sagen. Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt. Dann erzähl Cordero etwas über die Erlösung. Moment, das war jetzt der Kampf. Die Erlösung zeigt einen gewaltsamen Kampf. Ich denke, es geht darum, um sein Leben zu kämpfen. Etwas entkommen zu wollen. Was ist mit das Unheil? Können wir eigentlich abkürzen. Das Unheil erinnert mich... Die Dämmerung, die hätte ich... Was ist... Also für mich logisch wäre erst die Dämmerung, dann... Moment, Erlösung zeigt den Kampf. Unheil war allein im Wald. Eigentlich ist die Sonne ja das Ende. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann gehe ich nochmal ins Diner, weil die hat, meine ich, eine gewisse Reihenfolge gesagt. Ich würde jetzt sagen, er ist erst allein im Wald gewesen, dann hat er gekämpft um die Erlösung und dann war die Sonne halt das Ende, würde ich jetzt sagen. Das heißt, Unheil wäre allein im Wald. Das erste Bild war das Unheil. Dann hat er den Kampf gehabt mit der Erlösung. Und das zweite Bild war die Erlösung. Und dann die Dämmerung. Und das letzte Bild war die Dämmerung. Nein, du hast kein Gefühl für die Kunst. Versuch, sie besser zu verstehen. Okay. Genieß die Cupcakes.
Also ich guck nochmal. Entweder rede ich mit ihr nochmal oder ich guck nochmal, in welcher Reihenfolge die da jetzt gehangen haben. Also vom Logischen her hätte ich jetzt gesagt, dass es jetzt so gewesen sein müsste. Aber der Typ ist ja nicht besonders logisch. Das ist die Dämmerung, ne? Also diese Bilder sind von einem Künstler. Er muss etwas über den Ursprung... Dämmerung, Wald... Ich denke mal, dass das der Kampf ist, oder? Moment, also aufhängen tun die in der Reihenfolge Dämmerung, Wald, Kampf. Schreiben wir uns mal eben auf. Und wie erzählt sie das? Hallöchen. Hallo, Chef. Was hast du nochmal über... Nun, die Dämmerung, das Bild mit der Sonne, ist mein Lieblingsbild. Wie gesagt... Die Bilder waren eine Art Wendepunkt. Als er am letzten Bild arbeitete, begann er real existierende Motive zu malen. Erinnerst du dich, welches sein letztes Bild war? Nicht wirklich, Schätzchen. Ich bin es so gewohnt, die drei zusammen zu sehen. Ich erinnere mich nicht mehr richtig. Ich schau mal wieder ab. Bis später, Schätzchen. Dämmerung ist ihr Lieblingsbild. Und beim letzten hatte real existierende... Ist der Wald dann vielleicht das real existierende? Sie hat doch gesagt, im Wald hört sie Geräusche. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgehen würde... Müsste man erst die Dämmerung nehmen, dann die Sache mit dem Kampf und dann den Wald. Aber das wäre jetzt die Reihenfolge, wie ich es eben probiert habe sogar. Real existierende Gemälde. Ich meine, Berge haben wir hier auch. Also eigentlich müsste theoretisch... Der Berg ist die Dämmerung. Da müsste die Dämmerung als letztes sein. Wenn das jetzt real existieren würde. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich gehe noch mal ganz kurz mit ihr sprechen, was sie da jetzt so gesagt hatte. Hallo, Colonel. Hör auf. Was hast du noch mal über... Nun, meiner Meinung nach hätte er dieses Bild die Erlösung nennen sollen und nicht eins der anderen. Es erinnert mich an meine Kindheit, weil ich die Lichtung, die er gemalt hat, kenne. Sie ist hier in Greystone. Ah, Moment. Dann ist Erlösung auf jeden Fall das dritte. Sie hat ja gesagt, dass dann real existierende Dinge als letztes. Bis später. Wieder. Okay. Haben wir ja eigentlich nur zwei Sachen, die wir ausprobieren können, oder? Schauen wir mal. Urteil allein im Wald. Da bin ich wieder. Hallo. Ich glaube, ich... Moment. Erlösung. Erlösung ist der Kampf. Die Erlösung... Ich denke, es geht darum, um sein Leben zu kämpfen. Etwas entkommen zu wollen. Was ist mit das Unheil? Unheil ist der Wald. Das Unheil zeigt einen Wald. Erinnert mich an ein einsames Kind. Verlassen im Wald. Jetzt die Dämmerung. Die Dämmerung zeigt einen Sonnenaufgang.
Die Helligkeit lässt dich irgendwie vergessen, wie dunkel die anderen Bilder sind. Was ist mit der Reihenfolge, in der ich sie geschaffen habe? Und das ist jetzt die Frage. Also theoretisch müsste Erlösung als letztes sein. Ich fange mal mit der Dämmerung an, keine Ahnung. Das erste Bild war die Dämmerung. Dann müsste das ja das Unheil sein. Das zweite Bild war das Unheil. Und die Erlösung ist ja dann... Ach, verdammt. Nein, ich habe mich gerade vertan. Ah, Moment, das Urteil ist der Wald. Ich Idiot. Der Wald ist das Letzte. Der war ja dann ganz alleine. Ich glaube... Dass man das immer alles nochmal machen muss, das nervt mich. So, Moment, was hatten wir jetzt gesagt? Erlösung ist der Kampf. Die Erlösung? Ich denke, es geht darum... Unheil ist der Wald. Das Unheil erinnert mich... Die Helligkeit. Was ist... So, da wir das andersrum schon gemacht haben, müssten wir theoretisch mit dem Kampf, also mit dem Unheil... Nee, mit der Erlösung anfangen. Das erste Bild war... Müssten dann die Dämmerung machen. Und das zweite Bild war die Dämmerung. Und den Wald als drittes. Und das letzte Bild war das Unheil. Aha. Aha. Und was sagt dir diese Reihenfolge? Es fühlt sich an, wie in deiner Vergangenheit zu wühlen. Als wäre da etwas, von dem du versuchst zu entkommen. Ist es das? Habe ich recht? Es gibt kein Recht und Unrecht in der Kunst. Du hast deine Bedeutung gefunden. Darin liegt mehr Wert. Du bist bereit für das Meisterwerk. Ja. Zeigst du mir jetzt dein Meisterwerk? Ich muss rausfinden, was es mit diesem Symbol auf sich hat. Das Meisterwerk ist in einer geheimen Höhle versteckt. Cardero wird dich hinführen. Du bist jetzt bereit, es zu sehen. Cardero ist nur nicht sicher, ob er bereit ist, es wiederzusehen. Komm mit. So, hier soll es also sein? Wie sollen wir in dem ganzen Müll hier ein Meisterwerk finden? Ich glaube, der Müll ist das Meisterwerk. Oh, hat Cardero dir nicht gesagt, es würde alles erklären? Der Affe klettert auf die Spitze! Das ist ja schön und gut, aber... Der Salamander frisst seinen Bruder! Was? Sonst geht's bei dir aber noch? Erschieße die dreibeinige Stute! Die Arbeiterameise trägt ihr vierfaches Gewicht! Der Adler! Cardero! Was machen wir jetzt? War das eine Reaktion auf diesen Ort oder was? Ich hatte mal einen schlimmen allergischen Anfall, als ich ein Kind war. Ich bin fast gestorben. Wir brauchen einen Arzt. Beruhig dich, Pendrell. Das hat er manchmal. Wobei es sonst nicht so schlimm ist. Was hat er gesagt? Der Adler? Der Salamander? Manchmal verrennt er sich in seine Erinnerung. Er zittert, ihm ist kalt. Kannst du ein Feuer machen? Ja, kann ich, aber ich muss mal eben Salamander und Adler aufschreiben. Ein Feuer? Wie? Städter. Kann ich etwas Feuerholz aus deiner Hütte haben? Auf keinen Fall. Wenn ich dir den Schlüssel gebe, könntest du mit dem Kanister abhauen. Oh. Komm schon, ich dachte, wir brauchen Feuerholz. Oh Mann. Kommt's mir nur so vor oder wird dieser Bursche immer dümmer? Du bist in einem Wald, du Idiot. Such welches. Nimm dieses Buch und benutz dein Hirn. Ja, ich hatte doch ein Buch aufgesammelt. Ach, das war das Cowboy-Buch. Ja, genau. Feuer machen. Sehr schön. Getrocknete Blätter, Kleinholz, Feuerholz, Feuer machen.
Bitte beachten Sie, legen Sie die Steine um die Feuerstelle. Bitte vermeiden Sie, legen Sie keine Feuer innerhalb eines Zeltes oder einem Wohnmobil. Ach du Scheiße. Ja, aber das Schlimme an der ganzen Sache ist wirklich, dass man das deswegen da drauf schreibt, weil es immer noch Leute gibt, die so dumm sind, sowas zu tun, ne? Verlassen Sie niemals ein brennendes oder glühendes Feuer. Ja gut, glühendes, Unfälle passieren schon mal, ne? Das hat man ja schon mal mitbekommen. Löschen Sie es mit Wasser und stellen Sie sicher, dass es vor Verlassen des Camps vollständig erloschen ist. Ah, sehr schön. Jetzt kennen wir uns auch mit Kräutern aus, ja? Ähnlich dem Palmer Fuchsschwanz ist der Acker Fuchsschwanz eine extrem robuste, schnell wachsende Pflanze und damit ein Fluch für alle Getreidebauern. Für den findigen Abenteurer allerdings ist es ein nährstoffreiches Suppenkraut und seine Blüten erhalten tausende kleine schwarze Samen, die man zu Kuchen und Brot verarbeiten kann. Der Fuchsschwanz wächst hoch und gerade und endet in einem ausgeprägten, stacheligen Blütenstand. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ich hätte jetzt gesagt, das ist Hanf, aber ich habe auch keine Ahnung von Drogenpflanzen, muss ich dazu sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das hier der Fuchsschwanz, den wir überall mal gesehen haben. Wo ich immer gesagt habe, sieht so ein bisschen wie Lavendel aus. Gut, dann würde ich aber trotzdem sagen, mich juckt es jetzt wirklich in den Fingern hier weiterzumachen, aber... Ich muss leider sagen, ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir haben den armen Kerl jetzt hier letztendlich doch noch erschreckt, auch wenn es jetzt auf eine andere Art und Weise war, wie ich mir vorgestellt hatte. Und ja, wir versuchen jetzt erstmal alles, damit es ihm besser geht. Deswegen machen wir hier ein kleines Päuschen, lassen ihm ein bisschen Ruhe, lassen ihm ein bisschen Luft bekommen und so weiter. Ich bedanke mich in der Zeit schon mal dafür, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!